Hallöchen, ihr kleinen Mäuse da draußen. Es ist wieder soweit. Hier ist der Erfolgspodcast von Suchtpotenzial, der nicht für den Deutschen Podcastpreis nominiert wurde und deshalb auch nicht den Deutschen Podcastpreis gewinnen wird. So sieht's aus, Ariane. Gleich zu Anfang erstmal einen raushauen. Grüße nach Ulm aus Berlin. Ariane Müller, wie geht's? Ja, Ariane Müller, geht es gut? Danke, Julia Gammes-Martin, für die Frage. Na klar. Ja, ich bin ganz. Ist mir doch wichtig. Hier. Ich habe hier Sonne gehabt den ganzen Tag und bin eigentlich gar nicht mal so schlecht drauf. Habe ein leckeres Bergbier, was ich mir jetzt einführen werde. Oral. Gott sei Dank hast du noch oral gesagt. hast du denn auch ein schönes Getränk? Nee, ich habe es echt verbaselt irgendwie. Ich habe jetzt hier nur Wasser. Naja, egal. Aber ich sitze auch nicht im Bierzimmer heute, deswegen ist es auch völlig legitim, dass ich bei Wasser bin. Heute, okay. Morgen wird dann wieder Bier getrunken. Morgen geht Bier wieder los. Ich habe jetzt fürs Bierzimmer ein Sofa bestellt, ne? Echt? Ja. In Form von einer Bierkiste? Nee, aber in Gelb. Also in Gelb. Bierfarben. Ein bierfarbenes... Geil. Sofa habe ich jetzt bestellt, ein Klappsofa, dass man da auch mal eine Runde schlafen kann. Okay, wenn man Streit? Wenn man es nicht mehr rüber schafft. Also okay. Ich habe gedacht, wenn ich irgendwie mal einen Abend da rumhänge, ja, das ist eigentlich ganz gut, weil da drüben ist es halt so gut gedämmt. Das heißt, man kann da abends lange laut sein, denn hier kam letztes Wochenende, ich habe ein bisschen abgedanced abends, ich muss es zugeben. Aber dann kamen halt die Nachbarn und haben sich beschwert, sie wollen gern schlafen. Aber ich dachte mir, man muss auch mal tanzen. War das vielleicht am letzten Samstag? Ja. Hatten wir ja schon besprochen. Im Grunde bin ich schuld, ne? Weil wir haben euch ja mit der Lockdown-Bar dermaßen in Ekstase gebracht, dass ihr halt in Berlin total durchgedreht seid. So war's. Ja, so war's. Und mit Crazy Music. Dann war Musik aus und naja, also seitdem, ja, ich versuche jetzt das Bierzimmer so abzudaten, dass man da einfach auch abends abhängen kann und ein bisschen lauter sein kann, so. Zudem habe ich jetzt ab morgen bei meinen Eltern im Haus sturmfrei, komme mir vor wie so ein Teenager und überlege, ob ich da einfach im Partykeller von meinem Vater mal ordentlich einen drauf mache, mal muggelaut aufdrehen, mal richtig die Sau rauslassen. Das wäre so mein, Plan. Wenn dann in Brandenburg, denke ich. Ja, das ist ja, da kriegt es halt keiner mit. Genau, die Leute, die verstehen das auch, wenn du sagst, ich muss mal rebellieren, wir sind das Volk, die Mauer muss weg, Party on, komm, da sind die Lockerer drauf. Die verstehen ja, das und da sind auch nicht viele Menschen, da sind nur Wildschweine. Okay. Ich war gerade bei denen und habe einen Fuchs gesehen. Also das ist ja auch selten hier in Berlin. Aber freut mich ja, wenn die Natur so am Start ist in Brandenburg. Ist doch schön. Also hier ist alles tippitoppi. In Berlin hat sich nicht viel verändert. Nö, gar nichts los hier, ehrlich gesagt. Nicht viel passiert. Tote Hose. Was ist in Ulm so? Gibt es da irgendwas Neues? Ist da irgendwie... Ja, in Ulm ist ja das Lustige, dass Ulm ist ja alles geschlossen. Ja. Also auch Geschäfte nur mit so Abholen und Termin und so. Aber in Neu-Ulm ist alles offen. Also, okay. Also nicht die Gastro, aber die Geschäfte und alles. Und du kannst richtig shoppen und alles machen. Du musst keinen Termin machen vorher. Du kannst einfach rein. Geil. Weil in Neu-Ulm halt Inzidenz super niedrig ist. Okay. Aber ich glaube, das hat sich jetzt auch schon wieder geändert. Aber eben da konnte ich richtig... Weil ihr alle so rübergegangen seid. Ja, klar. Ich bin schuld. Ich habe das Virus zu den Bayern gebracht. Nee, und das hat natürlich irgendwie Bock gemacht. Obwohl ich, du weißt ja, ich bin eigentlich nicht so die Shopping-Queen. Aber wenn es dann halt verboten ist, dann macht es mich plötzlich... Geil. Dann rebellierst dann mir, du halt, du alter ich will, Punk. Ich will da gehst du auch mal zu Pimki rein. Da gehst du einfach auch mal zu Orsay und holst dir ein schönes Glitzeroberteil. Ich kenne dich doch. TK Maxx und habe mir Sommerkleider eingekauft. Geil. So. Gibt's schon Sommerkleider? Ja, hab schon eins an hier. Du siehst es ja im Video. Guck mal hier. Oh, schön. Das ist aber schön. Brüste. Hier. Enorme Hupen. Ne? Es betont die richtigen Stellen. Sehr gut. Ja, ich dachte schon, wer hat, der hat. So. Ja. Nö, und da habe ich geshoppt und das, wie gesagt, das ist das Verstörende, dass man gar nicht mehr weiß, dann ist der Alb-Donau-Kreis außenrum, der ist, hat dann total hohe Inzidenz,
Also quasi außerhalb der Stadtgrenze, da ist dann wieder alles zu. Müssen die dann in Quarantäne, wenn die da waren im Alb-Donau-Kreis? Nee, aber da kannst du halt dann nichts machen. Andererseits sind natürlich auf dem Land, sind ja überall die illegalen Kneipen, die sind natürlich trotzdem offen. Und dann, Was genau, dann sonst? in Tübingen kannst du ja, wie gesagt, da ist ja dieses Testgebiet, da kannst du dann mit einem Tagestest, kannst du essen gehen, Eis essen oder ins Theater oder ins Kino. Also es ist alles sehr undurchsichtig und sehr unterschiedlich. Du musst nur wissen, wohin fährst du. Und, Man soll ja Teste feiern, wie sie fallen. Also finde ich auch gut. Ja, du, und mit den Tests ist so eine Sache, ne? Ich meine, früher hatte ich jetzt immer gute Ergebnisse in Tests, gerade in der Schule. Da hatte ich keine Bedenken. Heute ärgert mich ein bisschen der ganze Müll. Ich bin ja Öko-Schwabe, wie du weißt, und diese ganze Testereien und überall diese Müllberge, auch mit den Ja, Masken, das regt gar mich nicht. irgendwie auf. Und auch, dass man dann immer, weißt du, die Menschen testet und oder die sind schon geimpft oder dann hatten die es schon und werden trotzdem noch geimpft und getestet und immer noch mehr Müll und Maske und die Maske dreimal am Tag wegschmeißen. Also da habe ich gerade so ein bisschen so ein Ja, Müllstruggle. und das ganze, sage ich mal, Essen bestellen, ne? So, also Essen bestellen irgendwo beim Restaurant. Ich finde es ja gut, die Restaurants zu unterstützen und habe auch hier und da schon mal bestellt, um eben so meine Lieblingsläden hier zu supporten. Aber auch da ergibt sich ja immer ein riesen Haufen Müll. Das ist überhaupt nicht geil irgendwie. Es ist, man sieht es auch auf den Straßen hier extrem. Überall fliegen jetzt nicht nur Spritzen rum, wie man es in Berlin halt kennt, ne? Sondern halt Und es auch. sind ja keine Impfspritzen bei euch, ne? Nee, leider. Also ich würde so gern hier auf den Spielplatz gehen. Weißt du, schön irgendwie am Kotti auf dem Spielplatz und mal gucken, ob irgendwo noch Impfstoff drin ist. Du, wenn du was da liegen siehst, spritzt es dir halt einfach mal. Vielleicht ist es ja auch AstraZeneca oder ist es halt Crystal Meth. Ohne Mist. Das merkst du hinterher dann. Ich habe schon überlegt, ob ich mal in Girlie reingehe und mal die, also mal andersrum machen, ne? Und die ganzen Dealer dort mal so an, hey, pst, sorry, aber hast du vielleicht was? Da, ich weiß nicht, vielleicht haben die ja was. Also wo ist der Impfstoff-Schwarzmarkt, weißt du? Oh, gibt's bestimmt. Meinst du im Darknet vielleicht? Kann uns das jetzt endlich mal jemand erklären, wie wir ins Darknet kommen? Wir haben jetzt schon so oft gefragt, ganz nebenbei im Podcast und sonst wo, wie komme ich ins Darknet? Und ich fände jetzt so eine, also da wäre es doch jetzt wirklich einfach mal sinnvoll, ja? Also wo ist der Schwarzmarkt der Impfdosen? Ja, das wäre schön, wenn uns jemand mal da updaten würde. Also schreibt uns mal, wie wir ins Darknet reinkommen und was man da so alles kaufen kann. Wie gesagt, ansonsten fahre ich halt noch Neu-Ulm, da ist ja alles offen. Ne? Und da sind ja auch die großen Pharmaunternehmen. Vielleicht musst du einfach da mal hinfahren. Ich dachte mir, klopf doch einfach mal da an, Ariane. Machst du so ein, weißt du, so ein, es gibt doch bei, was weiß ich, Hugo Boss, gibt es doch auch den Lagerverkauf. Das gibt es vielleicht auch bei BioNTech in Tübingen. Da gehst du einfach mal zum Hintereingang und sagst, hallo, wo ist denn hier der Lagerverkauf? Ich würde gern Großpackungen mitnehmen oder so. Vielleicht geht es einfach mal. Ja, aber die sind dann zweite Wahl, Ariane. Die sind dann so ein bisschen kaputt oder gut, sowas. Irgendwas, das ist so wie ist bei, immer. Wenn du hier zu Balsen zum Werksverkauf gehst, dann kriegst du halt so eine Kekstüte, aber die Kekse sind halt keine 32 Zähne mehr an den Butterkeksen dran. Da sind ja, dann halt vielleicht du. Nur noch 24. Ist nicht so schlimm, es schmeckt genauso. Wenn die Wirkung die gleiche ist, dann soll mir es auch recht sein. Dann nehme ich wenn auch die, wenn einen, die sagen, eine das ist zweite schon Wahl. Das ist schon abgelaufen, aber das, wenn du in den nächsten 5 Tagen verbrauchst, ist es okay. Ja, Mindesthaltbarkeit, doch, Mindesthaltbarkeit. Das genau. Heißt ja nichts. Kann man auch länger benutzen. Also immer diese Leute, die dann gleich alles wegschmeißen, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Finde ich nicht in Ordnung. Das kann man mindestens noch 2-3 Monate weiter benutzen. Eben. So ja. Sieht es nämlich aus. So, Frau Gammes-Martin, abgesehen von, dass du Drogenspritzen auf dem Spielplatz aufhebst und dir reinjagst, hast du sonst noch eine Droge der Woche oder was? Mit was hast du dich so beschäftigt? Ja, komm mal ich, raus. Ja, ich habe mich sehr, sehr arg beschäftigt die letzten 3 Tage. Ich habe, Freunde der Sonne, ich habe einen Social-Media-Marketing-Kurs gemacht online. Eigentlich wäre das ein Präsenzunterricht-Kurs-Seminar gewesen, 3 Tage. Jetzt war es online und habe viel gelernt über KPIs, über Content Matrix und viele andere schöne Sachen. Ich werde jetzt unseren Insta- und Facebook-Kanal so richtig krass nach oben bumsen. Richtig fett nach oben bumsen. Das ja, geht das will ich mal richtig sehen, durch weil die Decke. Ich habe gesehen, der Kurs ist schon vorbei und es ist noch gar nichts passiert, Julia. Da sind die gleiche Anzahl Follower. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also Wart's wenn mal da jetzt ab. nicht, wenn da jetzt nicht ein bisschen was, ich gebe dir,
Ich gebe dir 2 Wochen Zeit. Zeig Wart's mal, was mal du ab. kannst. Also meine Content-Matrix, die wird so kicken, Alter. Und dann Aber die was ist das Hashtags, halt? ey. Titten, oder? Content-Matrix. Nee, ich meine, also was funktioniert dann? Also Titten oder ist es mehr Ja, natürlich. Gesang oder ist es Du musst TikTok? deine Zielgruppe analysieren. Das ist das Wichtigste. Wer ist deine Zielgruppe? Ja, Ich ich check weiß jetzt die ganze schon, Zeit unsere wer Insights. meine Zielgruppe ist. Und zwar die gleichen Vögel, die in unseren Shows halt drin hocken. Ich kenne die sehr gut und du auch. Ja, genau. Also Das ist unsere bisschen Zielgruppe. durchgeknallte, ungewöhnliche Menschen, die einen sehr seltsamen Humor haben. So wie wir im Grunde. Also wir sind Genau. unsere Zielgruppe und das ist ja eigentlich ganz gut, weil dann braucht man nicht viel analysieren, da weiß man ja schon, was los ist. Ja, also ich finde es, ich muss sagen, viel in diesem Kurs, das war auch schwierig, weil da waren viele Leute, die haben, glaube ich, noch nie Facebook gesehen von innen. Die haben nichts, die wussten nichts und das ist ja auch gar nicht schlimm, aber das war so ein bisschen unausgeglichen und dann sitzt du da und dann wird dir erstmal erklärt, wie ein Tweet funktioniert und dann dachte ich, ja gut, okay, in der Zeit habe ich schon 20 neue Tweets abgesetzt, aber naja, Kannst du die ich werde von mir der das, Steuer absetzen? ich setze die alle ab von der Steuer. Das ist, Deswegen hast du so viel boah, Geld, ja, weil du die immer absetzen kannst. voll. Nee, also es ist sehr interessant gewesen. Aber ich habe gemerkt, ich muss mich da mehr reinlesen in dieses ganze Social Media Marketing Ding. Das war so ein Grundkurs. Ich hätte jetzt eher mir gewünscht, da so ein bisschen ans Eingemachte, dann so mit der Analyse und Insights und wie kann man das noch spezifizieren und vor allem dann auch, wenn man irgendwo Geld drauf tut auf Werbung, ist das sinnvoll und so ein Kram. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich da jetzt nicht so wirklich weiterkomme in diesem Kurs. Es hat mich ja auch nur jeden Tag von 9 Uhr bis 16:30 gekostet. Also meine kostbare Zeit, in der hätte ich ganz viel Woody spielen können oder Candy Crush. Aber ich habe eben diesen Kurs gemacht. Ich kann es Ja. Du hast 2 Wochen jedem. Zeit zu beweisen, was du da jetzt gelernt hast, Julia. Ich bin super Okay. gespannt. Ich Ja. finde es witzig, wenn man so einen Kurs belegt, das hatte ich auch schon, wo du dann merkst, dass du eigentlich mehr Ahnung hast als der Dozent. Ja, Ich habe so ein zum bisschen Beispiel so mal, war's. ich habe mal so einen Kurs, da haben sie angeboten, Crowdfunding und Finanzierung von Projekten. Und es war, nachdem wir schon unsere CD mit Startnext finanziert hatten. Ja. Und dann hat er auch so ein Typ, da waren auch irgendwie nur 5 Leute drin, das war im Roxy, weiß ich noch, ich glaube, über die Pop-Bastion. Und dann fing der da so an zu erzählen. Und irgendwann habe ich gesagt, naja, ich habe das schon gemacht. Und dann er so, ja, okay, ich habe das noch nie gemacht, so auf die Art. Und irgendwann wurde klar, ich weiß mehr als er. Und das Ganze ist sinnlos. Dann bin ich irgendwann dann hat er auch gesagt, ja, dann erzähl doch mal von deinen Erfahrungen. Irgendwann habe ich dann halt erzählt, wie wir das gemacht haben und alle so interessiert zugehört. Dann dachte ich mir, ach so, dafür habe ich jetzt was bezahlt, damit ich Ich will mein ich Geld das zurück. erzähle. Ja, ich möchte jetzt dein Honorar bitte haben. Ja. Oder ich habe auch schon mal so einen GEMA-Workshop belegt und da war dann auch klar, ich weiß eigentlich das alles schon. Ich hätte jetzt mehr Infos. Naja, gut. Aber ich finde trotzdem deinen Einsatz löblich und zu sagen, Social Media nach Ja, vorne vielleicht, bringen. ich denke es mir jetzt halt so, vielleicht haben die anderen ja von mir was gelernt. Also zum Beispiel wusste der nicht, dass man bei Instagram auf den Fotos Leute verlinken kann. Da Das geht es ist schon auch, los. das ist ja krass. Da geht es schon los. Und dann hat er, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der unseren Podcast hört. Der war so verpeilt. Ich habe ja mit meiner Nachbarin Annika, die bei der DKMS arbeitet, habe ich zusammen diesen Kurs gemacht. Wir haben uns dann halt irgendwann einen Rechner geteilt und der hat es nicht fertiggebracht, in diesen 3 Tagen uns auseinanderzuhalten. Der hat immer zu mir gesagt: Julia, erzähl doch nochmal, wie ist es bei der DKMS denn jetzt nochmal genau, wenn ihr da Social Media betreibt? Und ich so: Nein. Ich mache nur blöde Witze. Hier, die neben mir, die ist Annika. Wir sehen uns wirklich gar nicht ähnlich. Also er hat es auch einfach nicht gebacken gekriegt. Und dann habe ich ihm jetzt letzten Endes so ein Video geschickt, so ein Screen-Video, habe ich ihm aufgenommen, wie man bei Instagram jetzt Leute verlinkt auf dem Foto, wenn man einen Post hochlädt. Und lauter so Geschichten. Und dann hat er auch allen Ernstes, also es war, Ja, aber man markiert die doch einfach nur, oder was genau. meint er? Ja, genau. Leute markieren auf dem Insta-Post. So. Also nicht im Text, sondern auf dem Bild. So, das hat er nicht gewusst, dass das geht. Und dann hat er auch ständig, da hat er irgendjemand auf dem Telefon angerufen bei ihm. Und dann ist er auch eiskalt rangegangen mitten in der Vorlesung und hat dann da so gelabert, hat sich nicht mal gemutet. Sprich, alle haben irgendwie zugehört, was er da so erzählt hat. Es war ein
Ja, es war herrlich. Es war herrlich. War es wenigstens ein krasser Sex-Talk? Nee, leider nicht. Es war seine Mutter. Okay. Aber, und ich, also von. Typischer Nerd, den die Mutter anruft. Lustig. Ja, also es war schon sehr schräg. Aber wir haben es uns hier nett gemacht und so und Mittagspäuschen. Und es war irgendwie so schön, so einen routinierten Tagesablauf zu haben. Das hat mir mal wieder gut getan. Da habe ich mal wieder gemerkt. Hattest du das vorher auch schon mal? Einen routinierten Tagesablauf? Ja. Ja, in der Schulzeit halt. Ja, Mensch, ach ja, okay. Nee, weil ich überlege auch, routinierter Tagesablauf, keine Ahnung. Doch, vielleicht am Theater, wenn du in einer intensiven Probephase bist, dann kriegst du einen Probeplan, der dann dein Leben ein Stück weit in Form bringt. Aber der ist ja immer nur nach Ansage. Also ich sehe schon, genau, du hast das gelernt, finde ich gut. Ich habe auch eine Droge der Woche, ich habe sie, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich schaue eine Serie an. Die heißt Jane the Virgin. Ich weiß nicht, ob du das mal geguckt hast. Ja. Und ich, ich bin der Serie total verfallen. Ist ja so eine Mischung aus, ich weiß nicht, Telenovela, Sitcom und weiß ich nicht. Aber ich feiere da ein paar Charaktere irgendwie zu hart ab, auch wenn es auch richtig dumm ist teilweise. Ich weiß nicht, wie lange hast du geguckt, hast du diesen, als ihr Vater auftaucht, hast du den schon gesehen? Nee, es ist schon ewig lange her. Ich habe da immer mal wieder ein paar Folgen gesehen, aber. Weil ich dachte mir, dass dich das irgendwie auch ansprechen würde auf eine komische Art mit diesen ganzen Latinos. Wegen Virgin jetzt, oder was? Ja, genau, weil du einfach weil ich auch Jungfrau bin. Ja, genau. Nee, aber das auf jeden Fall, sie ist halt, irgendwann taucht ihr Vater auf, ihr echter Vater, und der ist halt so ein Telenovela-Star aus Mexiko. Und der Typ ist halt so geil gecastet und Mitte 40-jähriger, super aussehender, so ein Latino-Typ, und der immer so overacted so und immer Lipgloss und ist halt so ultra eitel, aber auch herzensgut, also hilft ihr auch, hat auch Kohle und so weiter, aber der ist so, ich liebe den Mann, der ist so witzig, Rogelio, und immer wenn der reinkommt, dann habe ich schon wieder Bock. Also geil. Diesen Mann, den liebe ich sehr, der singt dann auch in ein paar Folgen und der hat es auch voll drauf. Und er will dann seinen großen Durchbruch in USA dann haben und kämpft da. Ist wirklich, also ich finde es lustig. Bei welcher Staffel bist du jetzt? Ich glaube, ich bin so in der dritten oder so. Okay. Und ich habe da irgendwie auch, ich kam oft spät vom Studio, habe auch gearbeitet und dann irgendwie immer noch da folgenweise das mir reingezogen. Ja, ich liebe es irgendwie. Okay. Also wer auch dann so muss ich es doch auch noch angucken. Ja, ich weiß nicht. Also vor allem, es wird mit der Zeit irgendwie besser auch. Am Anfang denkt man so, ja, mein Gott, sie ist schwanger und Jungfrau, okay, bisschen komisch, aber später, es überschlagen sich halt immer so krass die Ereignisse und auch so ein bisschen wie wir bei Toni Tortellini auch ein bisschen dieses und noch dümmer und dann kommt noch der Zwilling noch rein. Einer drauf, und ja. Immer, ja, und also, und mir ist auch zum Beispiel, dann habe ich ja auch, genau, es wird ja gerade geschnitten an Toni Tortellini, am Sonntag darf ich ja den ersten Cut sehen, bin schon ganz aufgeregt. Geil. Und da ist mir auch aufgefallen, dass wir eigentlich ein ganz anderes Genre mittlerweile haben, als wir angekündigt haben. Wir haben ja angekündigt, Live-Sitcom, Live war ja eh schon irgendwann over, ja. Und es ist eigentlich auch keine richtige Sitcom, es ist eigentlich eher eine, wie heißt es, Dramedy, so praktisch. Ironisierte Tragödie oder so mit ja, Handlungs. Also, es ist eigentlich nicht wirklich Sitcom und dafür da fehlen auch so diese Gags, Schlagabtäusche. Das haben wir ja so eigentlich nicht, sondern es ist ja wirklich eher augenzwinkernd und trotzdem mit einer spannenden Handlung. Ja, das stimmt. Dramedy. Ich bin mal gespannt, weil der Pablo, der ja bei Toni Tortellini mitgemacht hat, der fängt ja jetzt bei Sturm der Liebe an und ich werde mir definitiv die ersten Folgen angucken, wo der mitspielt, weil ich glaube, ich werde mich totlachen. Wir müssen eigentlich das zusammenschauen, Ariane, weil das ist so ein witziger Mensch und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie der ernsthaft so einen seriösen Typen in so einer schnulzigen Nachmittagssendung spielen soll. Ein Clown, also der ist ja wirklich ja, genau. Unfassbar lustig. Der kann ja auch, der hat ja diese Buddy-Comedy, der kann sich da ja verbiegen, macht da Sprünge, der ist so witzig, der kann ja kurz mal einen epileptischen Anfall spielen. Und der kann auch gar nicht ernst sein. Nein, und der ist so albern und so ein guter Typ. Und ich würde fast vorschlagen, dass vielleicht wir alle Suchtpotenzial-Fans da draußen, dass wir jetzt ab jetzt immer gemeinsam Sturm der Liebe gucken und dann drüber reden und immer Pablo anfeuern. Und wenn die dann Toni Tortellini sehen, dann rasten die total aus, weil den kennen die dann schon. Also ich bin dafür und ich möchte da einen Gruß an unsere Schläferz-Freunde und Freundinnen ausrichten. Das wäre doch eine schöne Idee,
wenn gerade keine neue Staffel Schläferz am Start ist, dann lasst uns doch einfach gemeinsam immer die Folgen von Sturm der Liebe gucken. Die kann man ja, kann man die nicht auch nachschauen dann in der Mediathek oder so? Bestimmt. Bestimmt. Wir verlinken und dann, das dann und genau, dann sprechen dann gucken wir das. Wir gucken das, wenn das, sobald es startet mit Pablo, dann schauen wir das alle zusammen und dann besprechen wir im Podcast so Peter und Olli mäßig, was da abgegangen ist. Ja, das ist super. Das ist aber richtig witzig. Ich bin auch so, jetzt, es ging hier auch gerade drum, wie könnte man dann hier Toni Tortellini, wie kann man das noch mehr und das Volk bringen? Dann dachte ich auch, ja, eben kinomäßig Open Air. Und dann kam mir auch gleich dieser Schläferz-Gedanke, dass ich dachte, es wäre halt auch zu witzig, wenn wir selber das auch quasi dann kommentieren. Also, ja, wir können ja noch einen Director's Cut aufnehmen, Ariane. Ja, aber, nee, aber weißt du, aber auch live. Also, dass wir wirklich sagen, wir machen eine Live-Veranstaltung, wir spielen vielleicht auch vorher noch einen Song, dann schauen wir mal die erste Folge und dann reden wir mal drüber, was da alles schiefgelaufen ist. Und dann, das ist doch irgendwie ein lustiges Format, live und digital in einem. Und wenn man denkt, okay, das war jetzt echt nicht so geil, dann spielen wir halt einen Suchtpotenzial-Song, um aufzulockern. Weißt du, wir können ja auch einfach sagen, jetzt fällt mir dazu möchte ich gar nichts sagen. Jetzt hören Sie das Lied. Vielen Dank, Disney. Oder die Leute können auch Werbung dann schalten. Dass wir dann noch Werbung vorlesen für irgendein Produkt oder so. Das können wir auch noch verkaufen. Ja, Seitenbacher Müsli und all die Sachen. Seidebarer, na klar, machen wir gerne. Macht und, der Heini. Aber das finde ich eine gute Idee. Wir können ja auch mal ein bisschen eine Umfrage starten an alle Menschen, die da zuhören. Was würdet ihr jetzt für eine Folge bezahlen, wenn man jetzt so eine Bezahlschranke hätte für die Toni Tortellini-Sitcom oder die Serie? Was wäre so preislich, was würdet ihr für, was haben wir, 6 Folgen? Sechs Folgen? 6 Folgen, was würdet ihr für 6 Folgen jetzt zahlen, wenn wir jetzt sagen, wenn wir so wie Netflix, Pipapo, oder ihr würdet eine DVD kaufen oder so, 6 Folgen, was würdet ihr ausgeben? Schreibt uns doch mal, damit wir so ein bisschen Richtwert haben, weil wir sind uns da unsicher, was wir da nehmen können. Genau, und seid ihr auch alle schon so gespannt? Ich habe ja auch, das kann man auch noch mal ein bisschen droppen, aber ich arbeite ja hart an Oben ohne in der Zone. der Song, den Julia alias Jackie dann in der Serie auch singen wird. Und da ist natürlich auch dann die Frage, das ist ja so ein, der FKK-Hit aus dem Osten ist ja die Behauptung. Und wir saßen dann auch im Studio und haben so dran halt rumüberlegt, Groove und Gitarre. Und dann irgendwann haben wir angefangen, so ja Pudis und Karat und so einzuschalten, weißt du, und mal reinhören. Ja, klar. Alter, wie, was ist das für ein Zeug? Ey, zum Beispiel Pudis auf Spotify, da ist die Qualität ist auch unfassbar schlecht. Das klingt wie, ich weiß nicht, wie Kofferradio, eine ganz miese MP3 oder so. Das ist, ja gut, aber die Sachen aus Süddeutschland sind noch viel schlimmer. Also muss man ja mal sagen. Das ist, ja, das ist einfach aber die Zeit. Die kenne ich ja schon. Ja, ja, klar. Ja. Aber es ist halt einfach, also Pudis kenne ich zum Beispiel gar nichts. So, das ist gar nicht meine, also Karat, bisschen was kannte ich da schon. Aber das ist ja auch so. Und wir haben echt Tränen gelacht dann. Und wie die auch aussehen. Ultra gute Friesen und diese Schnurrbärte und dann ja. Und dann aber auch viel so Country-Geschichten auch drin, immer so dieses ein bisschen American Style. Also wirklich, und dann diese Texte auch wirklich. Aber es ist absurd, dass das, es ist schon witzig, das ist mir immer wieder aufgefallen, dass wirklich so die süddeutschen Leute irgendwie echt gar keine Ahnung haben von der DDR oder vom Osten generell. Ne? Das ist irgendwie so so ein richtiges schwarzes Loch. Da hat keiner einen Plan. Ich habe ja als sozusagen Dankeschön. Salka und Uli in Weinfurt ein DDR-Paket von einem Ossi-Laden. Es gibt so einen Online-Shop, Ossi-Laden heißt der. Da kann man so Pakete, so DDR-Pakete mit den guten alten Oss-Produkten kann man Leuten schicken. Und da habe ich denen so ein fettes Paket geschickt und die haben sich totgelacht, was da alles, das habe ich ja noch nie gesehen, was denn das und so Tempolinsen und was war noch alles drin, rote Grütze und Gewürzgurken in so einer Dose drin und so ein Kram. Da dachte ich mir, wie witzig, dass es irgendwie für ganz viele Menschen, so der Osten und die DDR, so ein krasses Rätsel, die haben echt, also, oder? Ist doch irgendwie… Ja, ja. Nee, ich kenne auch davon verrückt. Gar nichts. Weil für mich ist das irgendwie so nah,
Also nicht, ich bin ja auch nicht im Osten aufgewachsen, aber ich kenne mich schon echt krass damit aus, einfach weil ich viele Freunde aus dem Osten habe und meine Mutter auch, als ich klein war, relativ schnell dann auch immer viel im Osten unternommen hat mit mir, weil da war halt auch unglaublich viel Angebot für Kinder. Da gab es das FEZ, die Wuhlheide und so. Da gab es echt richtig coole Sachen, so Freizeitangebote, viel geiler als im Westen eigentlich. Das heißt, alle sind dann schnell rübergegangen und ja, und auch natürlich im Museum, im Schulunterricht hat man hier, ich weiß gar nicht, ob das in Süddeutschland oder Westdeutschland, so Köln-Ecke, ob das auch so Thema war, dass man viel über die DDR und die deutsche Teilung und sowas gesprochen hat. Ich weiß gar nicht, aber. Nee, gar nicht so. Also das ist auch, vor allem wenn, dann kennst du halt, du bist halt immer nach West-Berlin gefahren. Da hatte ich ja auch da Verwandtschaft und so. Du Ja. fährst halt durch die DDR durch, hast Angst, dass dich die da irgendwie, die Soldaten da irgendwie anhalten, und dann West-Berlin, das kennt man, da weiß man Bescheid, aber der Osten, nee, das ist auf jeden Fall klar. Und die ganze Musik, auch Filme, die hatten ja auch ihre eigenen Stars und so, das ist Ja. alles total verschütt gegangen und ist natürlich auch ein bisschen schade, also weil es ist ja auch ein Riesen. Klar, ich meine, du sitzt als Berlinerin natürlich mittendrin, und ich meine, wenn du 20 Kilometer fährst, bist du im Osten, also im ehemaligen. Das heißt, es ist ja klar, dass du da näher dran bist, oder halt Ja. vielleicht auch die Leute in den Grenzregionen. Aber klar, hier im Süden, da orientiert man, hat man sich da auch nie hinorientiert. Also das Nee. ist halt, ja, das ist dann eher so ein großes Aha-Erlebnis für mich auch gewesen. Kommst du mal nach Dresden oder so, und dann ist es halt voll schön da und du denkst so, ach so. Oder auch Ja. an der Ostsee oder so, da war ich natürlich nie. Also auch als Kind nicht. Also, Aber nee. das müssen wir mal machen. Wenn du mal in Berlin bist, dann gehen wir mal ins DDR-Museum, weil das ist echt total witzig und Obwohl, da war ich spannend. aber schon drin. Im Also, DDR-Museum? ja, ich glaube, die meisten Berliner Museen habe ich schon. Ich interessiere mich ja auch stark für Geschichte, aber ich sag mal, bei uns im Unterricht oder dass du irgendwie irgendwelche Produkte hast, so ostalgiemäßig, so gar nichts. Also da gibt's, Ja. wenn du da nicht irgendwelche Verwandten hattest, die halt zufällig drüben wohnen, hast du da jetzt nicht so einen Kontakt. Aber auch so Ostfilme und so, also da muss ich auch sagen, da bin ich auch manchmal planlos, aber hier meine Nachbarin, die Annika, die ist ja aus Thüringen und die hat wirklich schon noch sehr, sehr viel Ossi in sich und auch erzählt immer sehr lustige Geschichten und hat auch noch so altes Spielzeug von sich aus der Kindheit, was sie ihren Kindern jetzt sozusagen gegeben hat. Und das ist schon echt cool. Und auch die Filme. So diese tschechischen Filme, Märchenfilme und so, die waren echt geil. Auch als Kind fand ich echt immer cool. Ja. Tschechische Märchenfilme. Ja, das waren schon, das war so speziell, so spezielle Art von Film. Aber wirklich sehr, sehr cool gemacht. Singende, klingende Bäumchen und hier drei Haselnüsse für Aschenbrödel und den ganzen Kram. Da habe ich mich doch auch einmal so gewundert, dass du das nicht kanntest, diesen Film, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Aber das Kleine ist Schnatz. halt. Alle hier haben gesehen. So, ja. Haselnuss. Auf jeden Na Fall, gut. ja. Aber gut, Droge der Da haben Woche wir auf haben jeden wir. Fall, haben wir schön mal Pudis gehört nachts im Studio und hatten Ja, auf jeden Fall geil. Spaß. Und der Song auf jeden Fall, wir sind noch nicht sehr weit, aber es geht voran. Und der Schnitt geht voran. Tony Tortellini coming. Also haltet die Ohren steif da draußen, Leute. Das wird noch was geben. Aber jetzt wollen wir mal in die Band-History einsteigen. Und Genau, wir haben ja Julia gerade hat was. es ja schon gedroppt auf allen sozialen Kanälen. Wir machen ja ein Revival. Wir machen ja nach, wir machen die Feier 10 Jahre kennenlernen. So, weißt du noch, Schatz, damals? Und wir werden ja tatsächlich oft auch in Interviews gefragt. Das steht ja auch in unserer Wikipedia-Biografie und so, dass wir uns eben beim Musical kennengelernt haben, 2011 in Ulm. Rocky Horror Show auf der Wilhelmsburg, das große Open Air. Dann wollen wir doch mal in diese Zeit zurück Eintauchen. hineintauchen. Let's do the time warp again. Also, Klang, klang. es war Klang der gut. Sommer 2011. Die 24-jährige, blutjunge Halbspanierin Julia Gammes-Martin ging aufgeregt zu ihrem ersten Gastengagement in den fernen Süden. Erinnerst du dich noch, wie du deinen Koffer gepackt hast, Julia, um Rocky Horror zu spielen? Was hast du eingepackt? Ich packe meinen Koffer und nehme Strapse, mit. Strapse, Strapse, Bier. Strapse, Strapse. Nee, ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut, weil ich wollte dieses Stück immer schon mal spielen und fand es total geil, dass es auch noch Open Air ist. Und ich kannte ja auch dann ein, zwei Leute, die auch dabei
waren. Also Juliane Dreier kannte ich und Paul Glaser. Da gab es ja sowieso so eine ganz crazy Geschichte. Also der Kreis schloss sich ja bei mir mit meiner ganzen Musical-Vergangenheit und auch dem Wunsch, überhaupt Musical zu machen, war ja sehr, sehr interessant alles. Denn das erste Stück, was ich gesehen habe in meinem Leben als Musical, war damals Shakespeare in Rock'n'Roll, ein Musical, was relativ trashig war, in Berlin gespielt wurde im Festspielhaus und mit sozusagen bekannten Hits gespickt. Und da hat dann wiederum Paul Glaser damals mitgespielt und viele andere. Und das war das Musical, was mich dazu bewegt hat, überhaupt Musical zu studieren. Ich habe den damals als Kind ja einen Brief geschrieben und wollte da gerne mitmachen. Die haben gesagt, nee, Kinderrolle haben wir nicht, aber wenn du groß bist, dann studier doch Musical. Paul Glaser war damals dabei, ich wusste das nicht. Und dann spiele ich mein erstes großes Musical nach dem Studium und bam, spielt Paul Glaser mit und Ricardo van Kruchten macht Licht, der auch damals bei Shakespeare in Rock'n'Roll das Licht designt hat und so weiter und so fort. Ton. Rick Belzer hat Licht gemacht, genau. Und der hat auch damals, war auch dabei bei Shakespeare in Rock'n'Roll, denn Walter Feucht, ein Typ aus Ulm, der immer so Geld reinbuttert in Musicals dort, der war damals nämlich auch in dieser ganzen Berliner Szene. Und das war schon für mich überhaupt so super, hyper aufregend, dass ich da dabei sein durfte und dann mit jemandem wie Paul Glaser auftreten durfte. Das war für mich total geil. Fand ich super. Und dann kam ich da an in Ulm und fand halt die Stadt schon voll schön. Und es war Sommer. Und fand einfach wirklich Ulm total cool. Hatte da eine kleine WG, hab mir da irgendwie eine WG gesucht, die ja, die Sucht, die Hardcore-Fans werden es wissen, direkt neben Arianes Wohnung war. Das kleiner, zu krank kleiner, immer noch. Kleiner Stalking-Moment meinerseits. Nein, das war wirklich harter Zufall, auch wenn Ariane das bestreitet. Aber die WG, in der ich wohnte, war im Nebenhaus von Ariane. Sie wohnte im Erdgeschoss und die WG, wo ich war, die war, glaube ich, im zweiten oder dritten Stock irgendwie so. Und ich konnte dann von meinem Fenster runter in Arianes Küche schauen, wie sie da so saß und Espresso trank. Den das ganzen weiß ich Tag. Noch. Den ganzen Tag saß sie da und ja, hatte so einen schwarz-weiß gefliesten Boden, glaube ich. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Das stimmt sogar, ja. Den habe ich auch immer noch. Stimmt, den hast du mitgenommen, ne? Den hast du eingepackt. Ja, der war mir ans Herz gewachsen. Genau, und da haben wir uns dann, die ersten Proben waren auf der Probebühne, oder? Am Ehinger Tor. Diese Horror-Probebühne. Ekelhaft. Wirklich schlimme Hinterhofnummer. Wirklich ekelhaft. Ja, das aber Lustige war halt schon auch, wie du eben am Abend davor dann auf Facebook geschrieben hast, guck hoch und so. Also das ist ja, wie gesagt, das weiß nicht jeder, aber die Geschichte ist einfach zu gut, weil eben du oben am Fenster und schon auf Facebook geaddet, die Leute von der Produktion und ich auch so, aha, hab schon gesehen, ich war ja musikalische Leiterin, da machst du die Besetzung und kennst dann auch schon alle Gäste halt mit Namen, okay, gesehen, zack, adden und dann bling, hier, guck mal nach oben, hallo, winke, winke und dachte mir, na, es geht ja interessant los. Aber es war natürlich geil und ich meine, du warst halt ganz jung und fresh und so total on fire. Ich war natürlich ein bisschen abgerockt, ich war ja da schon über 30, war ja ein alter Hase. Nein, ich meine, ich war da schon vier Jahre da am Theater als musikalische Leiterin und habe nämlich jahrelang den Intendanten bearbeitet. Warst du da schon über 30? Ja, ich war gerade 30. Also ich war da 2011. Haben wir da nicht deinen 30. gefeiert? Nee, da haben wir dann den 31. gefeiert. Ah, okay. Ja, okay. Ich bin 80 geboren und ich war also 30, habe da gewohnt in dieser Erdgeschosswohnung, alleinerziehende Mutter mit zwei Müller-Sisters. Ich war halt Riesenfan von Rocky Horror schon immer. Also ich konnte das auch alles auswendig, war irgendwie mein Ding gewesen. Schon als Teenager fand ich das geil, hab's immer abgefeiert und dann eben den Intendanten voll auch beackert, dass wir das machen. Und dann kam eben alles zusammen. Der Regisseur, den ich auch cool fand, der Daniel Ries, mit dem ich Horrorladen schon gemacht hatte, der kam dann dafür, was auch cool war. Dann Open Air Wilhelmsburg, was ich liebe. Da habe ich oben schon Jesus Christ Superstar gemacht, 2 Jahre vorher. Die also Location geil, geiler Regisseur. Dann haben wir eben diese drei Gäste bekommen. Hier Julia Gámez-Martín, Frau Dreyer und Paul Glaser.
Und dann kam noch Henrik und Winger, Henrik noch. Mein absoluter Favorite-Darsteller, mit der auch den Jesus bei uns gemacht hat und extrem abgerockt hatte. Das Ballettensemble, mit dem ich auch damals richtig dicke war, weil ich eine Zeit lang im Ballett gespielt habe, als im Training. Also da waren, und ich hatte eine geile Band auch am Start hier. Nopse, Frede, Freund und Richie. Und da hat alles irgendwie gepasst. Also es war einfach. Es hat einfach eine, gestimmt, ja. Es war wirklich, waren Schauspieler es war dabei, wirklich die geil. Auch gut drauf waren. Und dann war halt auch das so ein Jahrhundertsommer. Das war fast immer geiles Wetter. Also wir hatten selten schlechtes Wetter und da oben. Es hat einmal gestürmt und da weiß ich noch genau, gegen Ende des Stückes, und das war super emotional, weil es war auch eine der letzten Vorstellungen und dann stürmte es bei I'm Going Home und die ganzen Klorollen, das ganze Toilettenpapier, was irgendwie so rumlag, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass Leute mit Toilettenpapier schmeißen, wo es so rar ist. Ja, klar. Die horten es ja lieber und haben es dann. Klar, aber das fing dann an, so in so wirbelartig dann so nach oben zu fliegen und Henrik sang und alle um ihn rum so und alle weinten und es war echt voll schön. Also es war eine mega geile Zeit. Wir haben ständig gegrillt und ständig abends lange da noch gesessen und es haben ja auch und schon. Ich weiß aber auch noch genau, dass ich ich hatte Geburtstag als eine der ersten, wir haben geprobt, nämlich Generalprobe, glaube ich, war es. Und ich war so ein bisschen verzweifelt, weil ich bin ja schon ein bisschen Partysau und habe sehr viele Freunde und es war, glaube ich, auch Wochenende oder so. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ich muss doch feiern. Und dann habe ich gesagt, okay, ich packe einfach ganz viel Bier in mein Auto rein und nach der Probe mache ich einfach Kofferraum auf und dann sollen halt alle meine Kumpels. Party all night long. Genau, und dann sollen meine Kumpels halt hochkommen und das Ensemble ist auch da. Und dann habe ich halt gesagt, haha, Parkplatzparty. Und das war irgendwie halt so geil und legendär. Und dann hatte fast jeden Tag jemand Geburtstag aus dem Ensemble. Dann haben wir ständig Parkplatzparty gemacht. Das ging wirklich, alle zwei Tage hatte jemand Geburtstag. Ich glaube, das waren bestimmt 15 Leute aus dem Ensemble, du ja eingeschlossen. Ja. Jeder hatte in dem Zeitfenster Geburtstag. Und das heißt, fast jeden Abend dann plötzlich einer, ja, ich mache hier immer Licht, ich habe Geburtstag. Dann war das wie so ein Ritual. Du hast Geburtstag, du musst dein Auto voller Bier. Dann kamen auch Schauspieler, die gar kein Auto hatten, die mich dann gefragt haben, ob sie mein Auto ausleihen können, nur für die Parkplatzparty. Irgendwie wurde das so ein feststehender, ja, eine schöne kleine Tradition. Und dann war da halt jeden Abend, haben wir immer Mucke an. Ich weiß nicht, ich habe damals so ein Audi A4 hatte ich und habe voll aufgedreht und dann war irgendwie auch dann Batterie leer. Egal, das war's wert. Muss er fremd starten. Ja, es war echt gut. Aber es war auf jeden das Fall eine gute Bock Zeit gemacht. Und das Stück war auch super. Das hat auch einfach, und die Leute, ich meine, das waren halt, das war so geil, weil die dann irgendwann, die Ulmer sind ja ein bisschen so ein zögerliches Publikum, sage ich. Die musste schwer knacken. Aber die hatten dann irgendwann Bock. Das hat sich rumgesprochen und dann war immer ausverkauft. Ja. Wir hatten, glaube ich, 2000 Plätze da oben oder so. Und wirklich, also ein Großteil der Leute in Kostümen. Also wäre es nicht ein Großteil, aber wirklich, ich sag mal, locker ein Drittel der Leute waren doch. Ja, es haben sich aber schon viele kostümiert. Jetzt nicht so extrem, aber es gab schon ein paar, die sind echt oft gekommen und haben sich immer krass kostümiert. Und es hat auch jemand schon bei Facebook heute oder gestern geschrieben und gefragt, ob es nicht irgendwie noch Aufnahmen gibt von der Rocky Horror Show damals, wo wir dabei waren. Und das frage ich mich auch und ich würde gerne, also ich weiß, dass es Tonaufnahmen gibt, aber ein Video wäre schon geil. Es gibt eine komplette DVD, haben wir damals gemacht. Es gibt eine komplette die? DVD. Ich habe die irgendwo, die ist halt so natürlich inoffiziell. Und das Lustige ist, dass die aus zwei Vorstellungen geschnitten ist. Und das eine ist die Derniere, in der dann die Band auch Strapsen anhat. Der Ralf andere, Ritscher am Saxophon hat Strapsen genau, an und dann hat er eine alle. Sekunde hat das an und die nächste Sekunde genau, wieder nicht. Dann haben die so gegengeschnitten. Und das eine war nämlich auch die Schlechtwettervorstellung und das andere eine Gutwettervorstellung. Und dann haben die da hin und her geschnitten. Das ist wirklich lustig. Ich müsste das eigentlich auch irgendwo haben. Wenn du die nicht, such du mal, ich suche auch noch mal. Der Daniel die hat finden, die auch auf jeden Fall mal. Dass wir so ein paar, so einen kleinen Ausschnitt wenigstens, wo man uns ja, mal sieht. Können wir doch mal hochladen. Ja, ich glaube, mich sieht man auch eh gar nicht, weil ich immer in diesem Häuschen da drin sitze mit meinem Verklagt Keyboard. Verklagt uns doch. Nein, doch, aber ich glaube, man sieht dich schon hier und da, wenn der Ralf auch nach vorne kommt und Saxophon spielt und so. Man sieht dich schon hinten sitzen. Das war ja eine offene Bühne. Das war ja nicht immer zu. Das war unsere erste offene Bühne. Ich habe genau, ja, unsere ich kann open, mich an meinen Lieblingsmoment erinnern. Das war immer kurz bevor Frankenfurter rauskommt und Sweet Transvestite singt.
ist vor mir, also wir waren quasi in so einem Häuschen, die Band war in so einem kleinen, wie so ein Kabuff. Vorne war ein roter Vorhang, der war dann zu. Und dann haben sich alle Tänzer, also 12 Tänzerinnen und Tänzer, haben sich quasi zu so einer Art Menschenpyramide aufgebaut. Ja. In so einer absurden, also so alle so aufeinander. Und die hatten wirklich alle nur Tanga und Strapse an und halt so Hot Corsagen. Bands. So, und dann haben die sich halt direkt vor uns, also, und ich weiß immer noch genau, dass von Dwayne Holiday, ein attraktiver Tänzer, wirklich die Arschbacken von ihm waren so genau vor mir. Wirklich so, ja. Also ich hätte mit der Hand direkt, und dann mussten die da in dieser Pose natürlich, durchtrainiert wie die sind, was weiß ich, eine Minute ausharren, bis dann der Cue kam und der Vorhang aufgeht und dann bam, stehen die alle da. Alter, und es war immer so fucking lustig. Und ich war, und das Lustige war auch, meine Band-Boys, die waren alle, die haben immer auf Noten geguckt, die konnten sich auswendig und haben das dann nie so gesehen, aber ich konnte alles auswendig spielen und habe mich immer an dem Anblick erfreuen können. Sehr geil. Meine Also, Lieblingsmomente waren zum einen, ich hatte ja ein ultra krasses Kostüm an und eine extrem große Perücke mit so, also die stand einfach sehr stark ab von meinem Kopf und ich bin durch fast keine Tür durchgekommen. Und dann am Anfang bin ich ja, musste ich ja immer mit dem Paul oben in die Burg rein. Das war immer eine Odyssee, zumal ich richtig krass hohe Lackstiefel anhatte, die vorne einen fetten Plateau von 10 cm hatten und hinten, glaube ich, 15 oder 20. Und mit denen musste ich jetzt durch diese Katakomben dieser Burg immer die Treppe hoch und dann ganz schnell wieder runter, weil wir mussten ja rechtzeitig wieder unten sein. Und das war immer, dass ich mir da nicht die Haxen gebrochen habe, ist echt ein Wunder. Und mein zweiter Lieblingsmoment ist ganz am Schluss, wenn ich von meinem Krankenschwester-Magenta-Outfit in dieses Space-Outfit, was ich echt gerne immer noch haben wollen würde, aber ich glaube, das Theater Ulm hat es nicht mehr, da saß ich so ein Lady Gaga-Outfit und dann, weil es so ein schneller Umzug war, musste ich sozusagen hinter euch auf der Hinterbühne, haben die extra für mich so einen Vorhang eingezogen und dann haben, glaube ich, 3 oder 4 Kostümfrauen mich umgezogen. Ich musste einfach nur so dastehen, ganz still, und die haben mich ausgezogen und wieder angezogen, inklusive Schuhe, inklusive dann noch so eine Brille auf und Hut und keine Ahnung was. Das war so krass und das war irgendwie innerhalb von einer Minute mussten die mich da von dem einen Outfit aufs andere und dann musste ich ganz schnell raus. Und das war jedes Mal so ein Spaß und es war so, so witzig. Und ich hätte gerne diese Kostüme, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Muss ich vielleicht nochmal nachfragen. Wahrscheinlich schon längst ausgeräumt. Aber das waren lustige Momente. Oder auch als Rocky, der musste immer auf so einer Strickleiter hochklettern, irgendwie aufs Dach von diesem Bandhaus. Und er hat dann immer, bevor er raus ist, da in so einem goldenen Höschen, hat er auch immer dann so gepumpt, um seine Muckis noch ein bisschen nach vorne zu bringen. Und hat irgendwie so immer direkt neben mir so Liegestützen, Kniebeugen und so ohne Ende gemacht. Und da dachte ich mir auch, Alter, ich versuche hier gerade eine Ballade zu spielen. Und du lenkst mich jetzt echt ab mit deinen Crossfit. Aber es war auch einfach ultra lustig. Also wir haben echt so viel gelacht. Es war ein Riesenspaß. Und wir haben dann ja noch diese Galas oben gemacht, diese Thank You for the Music Galas, wo wir, glaube ich, bis heute den Rekord halten mit 2 Shows, glaube ich, 500.000 Euro für einen guten Zweck oder so richtig eingespielt. Also das war ja mega fett. Und jetzt machen wir das ja eine gute Sache. Genau, jetzt machen wir das ja am 18.04. im Roxy werden wir mit Support von den Müller Sisters an den Backings werden wir alle Songs der Rocky Horror Show werden wir durchspielen. Und da werden wir, ich werde mich morgen mal an die Requisitensuche begeben, also dass wir einfach auch ein paar geile Outfits haben für die einzelnen Rollen. Und dann müssen wir noch den Text aufteilen, wer was singt. Das wird ich würde halt sagen, wir müssen wild. Auch die Szenen auch machen, Julia. Wir können ja nicht nur die Songs machen. Das dürfen wir aber offiziell machen. Dürfen wir das natürlich nicht, weil sonst kriegen wir Ärger mit dem Verlag. Aber wir erzählen das dann einfach, ja, was passiert, damit die Leute wirklich diese spannende Geschichte nochmal miterleben können. Und dann ballern wir die Songs. Wir haben ja zum Beispiel Damn Janet, Touch Me hatten wir schon mal gemacht, aber das machen wir jetzt einfach nochmal. Also Touch Me und Touch ich glaube auch. Gemacht? Nee, ich glaube, das haben sich doch, Leute gewünscht. Genau, das war im Wunschkonzert mal drin. Doch, Touch okay. Me hast du mal gemacht. Und ich glaube in Berlin. Und ich habe mich gefragt, Science Fiction, Double Feature? Nee, oder? Das haben wir halt früher irgendwie Wald- und Wiesenmäßig runtergemuckt. Weiß ich auch nicht mehr.
Aber gut, aber es werden einige, also ich bin auch gespannt, ne, Damit Janet, da müssen wir irgendwie gucken, wie wir es aufteilen. Dann wird es natürlich die ganze Szene mit Dr. Scott, Rocky, Janet, Brad, Dr. Scott, das wird super schwierig. Aber das geht, weil wir zu viert sind. Stimmt. Wir müssen auch vielleicht Namensschilder machen für jeden, dass man dann einfach immer weiß in dem Moment, oder es gibt prägnante Perücken. So könnte man es machen. Es gibt für jede Figur eine prägnante Perücke, das kann man schnell auf- und abziehen, die man dann, wenn man in der Rolle ist, sozusagen schnell aufzieht. Und dann können wir wild rumtauschen. Ja, und ich denke mal, du, vielleicht muss da aus der Maskbringer dann oder der Programmchef auch nochmal mithelfen, wenn da jemand noch da ist und gerade sauber macht, der muss dann halt auch nochmal eine Rolle übernehmen. Ich denke, da kommen wir nicht dran vorbei. Ja. Wir werden auf jeden Fall alles geben und es macht ja auch bei Rocky Horror geht es ja nicht wirklich um, es geht weder um die Handlung noch um die Musik. Es geht einem ums Mitmachen, um den Spaß und ich glaube, das garantieren wir. Wir werden auf jeden Fall auch alles rumwerfen, richtig, richtig, können die Leute zu Hause sich richtig einmüllen. Ich Ja, find's die Leute, gut. also ihr liebe Suchti-Fans, ihr müsst auch noch mal schauen. Recherchiert doch nochmal, schaut euch vielleicht auch nochmal den Film an, damit ihr genau wisst, wann was zu tun ist, was ihr für Requisiten braucht, was ihr für Utensilien braucht. Zieht euch was Schönes an. Wir werden wieder einen Zoom-Call machen, natürlich, dass wir euch sehen. Also, wir Also möchten euch, Strapsen wäre schon gut. wäre schon gut, wenn die Ja. Leute, also vor allem die Männer, vor allem die Männer möchte ich in, die Frauen ist mir egal, die Männer möchte ich in Strapsen sehen, die Frauen möchte ich einfach nur, vielleicht, weiß ich nicht. Zieht euch was Beklopptes an, setzt euch eine lustige Perücke auf. Es können welche ja als Magenta oder Columbia sich zum Beispiel verkleiden oder auch als Janet, egal. Was auch immer ihr wollt. Oder als Frankenfurter oder als Riffraff, egal. Also wenn du jetzt natürlich der Verlauf ist natürlich schon eigentlich, ich sag mal, ein seriöses Outfit, ein Reiseoutfit, also dann Nachthemd und dann eigentlich nur noch Strapse ab. Ich glaube, Die ab der drei Hälfte, Möglichkeiten gibt es ja. genau, und jetzt auch für dich im Verlauf wird es auf jeden Fall auch sein, Reiseoutfit, Nachthemd, Strapse Strapse. wird vorkommen, vielleicht auch ein Brautkleid, man wird sehen. Und dann halt noch ein Space-Outfit wäre natürlich auch gut. Und Ja. ich selber kann natürlich jetzt outfitmäßig immer nicht so punkten. Bei mir natürlich Hüte und Perücken und auch Brillen stehen mir auch einfach gut. Ich werde mich drum kümmern, ja. Da kann ich einiges machen. Wir werden daran arbeiten. Also ich bin auch überzeugt, dass wir es gut hinkriegen. Während unser lieber Regisseur von damals, der Daniel Ries, ja auch ein guter Freund von uns, der hat heute mir gesagt, er traut uns das nicht zu, er will kommen. Er glaubt, wir schaffen es ohne ihn nicht. Aber dann dachte ich mir, eigentlich auf eine Art wäre es Er auch will so einfach ultra nur lustig. saufen. Nee, aber wäre eigentlich auch geil, wenn wir was spielen und dann er und dann machen wir Stopp und dann gibt es eine Regiekritik. Er Julian, nee, schreit ganz dann so rein, ehrlich, ja. halt, halt, halt. Also ich gehe Mädels, jetzt erstmal nach nee. Hause und setze einen Fonds auf. Vor allem, er hat es auch schon wieder so geil gesagt: so, also Mädels, ihr schafft es ohne mich überhaupt nicht. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich fände es gut. Ja, Könnte voll man ihn gut. auch vorstellen, fände ich Und dann könnten super. wir hinterher so ein Dramaturgen-Nachgespräch mit ihm machen. Weißt du das nochmal? Wie am Stadttheater. Ich fänd das, ehrlich gesagt, fände ich das total witzig, wenn wir das komplett durchspielen und dann setzen wir uns in so drei Stühle wie bei so einer Talkshow hin, so literarisches Quartett oder so mäßig, und dann macht der Daniel eine Kritik und Genau. wir reden über das gerade Und Gesehene. wir beantworten dann auch noch Fragen aus dem Publikum. Das ist ja auch immer so am Stadttheater. Der Ja. Dramaturg beantwortet dann von den Deutschlehrern noch irgendwelche ja, ganz tiefen Fragen Was nach war Metaphern. die Metaebene hinter dieser Szene? Was haben Sie sich gedacht, als Sie es so und so inszeniert haben? Sagen Sie doch mal. Ja, finde ich gut. Also ich freue mich total drauf. Ich habe richtig, richtig Bock. Und Ist ja auch eine feministische Message dann natürlich. Also ja, man kann Mann. viel reininterpretieren, auch für den Weltfrieden. Nee, ich denke Nee, auch ich freue vielleicht, mich richtig doll drauf. Ein bisschen wenn Proben Musical müssen wir nicht dann schon. stattfindet, Julia, dann muss man es halt selber machen. So sieht es doch aus. Wir würden Eben. jetzt auch gerne die Zeit nutzen, die freie. Ich würde gerne jeden Abend ein Musical gucken. Ja, aber es ist leider keins. Also muss man es halt do it yourself. Sing it yourself. Finde ich gut. Also ich finde, wir könnten das echt noch eine Weile weitermachen, immer im Wechsel.
Wunschkonzert und irgendein Musical zu zweit durchspielen. Das ist, ich weiß nicht, kennst du Shakespeare 90 Minuten? Ja, klar. Shakespeares auch, gesammelte Werke, das ist ja so ein bisschen so ähnlich. Shakespeares gesammelte Werke in 90 Minuten gibt es ein total geiles Stück, wo zwei männliche Schauspieler alle Shakespeare-Stücke im Schnelldurchlauf durchspielen und wirklich alle Rollen bedienen. Und das ist wirklich sehr lustig. Und ich glaube, so in etwa, so chaotisch wird das bei uns dann auch. Vielleicht genau, aber die machen ja meistens, dass sie so alles kürzen und so. Ich finde es aber halt noch viel geiler, das einfach so komplett zu machen. Ich dachte auch, Jesus Christ Superstar hätten wir jetzt über Ostern auch schön machen können. Da hat es jetzt leider der Super-Lockdown, aber so eine schöne Kreuzigung im Stream, why not? Und das machen wir dann Weihnachten. Und das können wir ja auch schon. Ja, das geht also, auch. Also, ja, Jesus Christ. Wir können auch Hair machen. Immer. Wir können die, ich meine, Hair ist ja auch sowieso nur so random Songs irgendwie. Da muss man sich halt nackt ausziehen, weiß nicht, ob dann YouTube uns sperrt, aber ich überlege auch gerade, Mensch, da war ich jetzt einkaufen hier in Neu-Ulm und dann habe ich jetzt gar keine Straps besorgt. Hast du noch Straps im Haus? Bestimmt. Ach ja, bestimmt in meiner Fetischkiste. Ich habe, glaube ich, gar keine. Ich guck mal, ich bestell uns welche. Kann man ja auch online bestellen zur Not. Schöne Strapsis. Schöne Strapsis und Perücken und so. Ich kümmere mich jetzt mal um die Requisite. Vielleicht kannst du dich um die Textaufteilung kümmern. Was singen die Müller Sisters? Was singen wir jeweils? Dass wir das mal klarstellen, dass wir da schon mal ein bisschen üben können. Sorry, über Ostern. Und dann treffen wir uns in Ulm, proben ein bisschen. Ja, und dann geht der Rabatz los, ey. Das wird geil. Freue ich mich drauf. Ja, nee, machen wir auf jeden Fall. Den Tag vorher ist ja noch Lockdown-Bar, Roxy-Lockdown. Können wir die Leute schon vorwarnen? Oder ich moderiere das dann auch vielleicht schon in Strapsen als Preview. Das wird die Leute ein bisschen irritieren, besonders wenn es vielleicht ein ganz seriöser Bürgermeister oder so ist dann der Gast. Mal gucken, wer da kommt, ey. Das könnte spannend werden. So, jetzt müssen wir aber schnell machen hier, Ariane. Die Zeit rennt. Dann komm, wir machen noch schnell eine Runde Stadtland Fick. Und alles dann ist auch schon wieder Feierabend hier im Hause Müller, Gammes, Martin. Dann sag doch du mal A und ich sag Stopp, damit wir einen Buchstaben finden. Einen Buchstaben, alles klar. Dann sag ich A. Stopp. O. O. Oh was? Oh nein, oh Gott. Oh Scheiße. Nein, Scheiße. Oh, der Buchstabe O. O. Ariane, O wie O-Saft. Los geht's. So, und es geht schon wieder los. Na, Julia, sexy times. Was hast du denn für einen schönen Beruf mit O gefunden? Bei Beruf habe ich natürlich den Ornithologen. Denn der kann es gut zu Vögeln. Ja, er kennt sich mit Vögeln aus. Nicht schlecht, ja. Nice. Okay, ich finde die Tür. Nein, mehr sage ich dazu nicht. Spricht für sich. Da brauche ich jetzt gar nicht viel erklären. Was ist dein Beruf? Was hast du für einen Beruf? Ja, ich habe natürlich den Orthopäden genommen, obwohl ich den eigentlich eher bei dir erwartet hätte. Denn du weißt schon, so ein Mann, der sich mit den Gelenken auskennt und dich vielleicht nochmal den Rücken gut durchknacken kann, dann bist du halt auch fitter für zwischenmenschliche Aktivitäten. Lass knacken, Der dir vielleicht auch mal noch ein künstliches Hüftgelenk einsetzen kann und dann geht es nochmal besser mit Ü70 weiter, weißt du? Also fürs Alter, denke ich einfach, cool. Ist es ein Beruf. Jetzt geht ja noch vieles, aber irgendwann, Julia, dann heißt es halt auch, ich krieg den Arm nicht mehr so nach hinten für das Fesselspiel. Und dann ist der Orthopäde der Mann, der sagt, ich trenne dir jetzt ein paar Außenbänder ab und dann geht das wieder. Oh Gott. So. Ja. Also Orthopäde. Aber Julia, was hast du denn für einen schönen Ort mit O, der dich richtig scharf macht? Ich habe gedacht, weil es heute auch so ein schönes Thema war, ich habe einfach mal Osten geschrieben. Einfach der so. Osten, der Osten. Osten generell, da lässt sich gut bumsen. Nee, also die Ossis an sich sind ja auch sehr sehr offen, mittlerweile. Nein, aber sie, genau. Also im Osten, lässt sich gut vögeln, ob jetzt Dresden, Leipzig oder auch an der Ostsee, muss man ja sagen, Strand, das ist romantisch, auch wenn es natürlich, man muss aufpassen, Ebbe und Flut und der ganze Quatsch,
Das ist aber an der Nordsee. Stimmt. Jetzt muss ich dir das jetzt erklären. Das musst Julia, du mir jetzt erklären. Ja, Fehler Osten, meinerseits. Aber dennoch ein romantischer Ort, die Ostsee. Erinnerst du dich an das, was Jackie gesagt hat vom Ton, als wir diese Perücken auf hatten in Berlin beim Wunschkonzert? Da haben wir gestreamt in Berlin und wir haben beide so Fukuhila-Perücken aufgesetzt. Und dann hat jemand gesagt, haha, jetzt sieht ihr wie zwei so Zonengabis aus. Ja. Und dann hat einer gesagt, hey, Jackie und auch der andere noch von Requisite, das sind beide so Ossis. Na, sehen die Mädels jetzt so aus? Und dann beide so, ja, könnt schon hinkommen. Oder dann sagte noch Kröte, nee, die sehen aus wie so aus dem Ostpuff irgendwie so. Und dann sagte der Jackie nämlich, das werde ich nie vergessen, nö, wir haben gar keinen Puff gehabt im Osten. Weil wir haben wir gar nicht gebraucht, weil wir hatten alle Bock. Und dann nicht so wie alle hatten Bock. Sagt, ja, da bist nur zum FKK-Strand. Da hast du dich einfach hingesetzt, nackig. Und nach 5 Minuten war eine da. So. Und ich so, ach so, da war eine da. Also du musstest dich nur 5 Minuten auf dem Campingplatz nackt hinsetzen. Genau, er hat was vom Campingplatz gesagt. Da ist man und auf den Campingplatz gegangen. Das weiß ich auch mit noch. Mit einer stimmt. Cola und dann nach 10 Minuten, dann ist eine da. Und dann geht's auch schon los. So, wir haben gar keinen Puff gebraucht. Und dann dachte ich mir, krass, die haben keinen Puff gebraucht, weil alle hatten Bock. Weil ihr sagt, da war nicht so viel los. Dann hat man den ganzen Tag... Wir hatten ja nichts. Deswegen haben wir die ganze Zeit gebumst. Alles klar. So, was dein Ort, Ariane? Ja, ich habe jetzt weniger Kommunismus, aber ich habe auch einen politischen Ort. Bei mir ist es der Obersalzberg. Gedacht, so mehr so, wow, mehr so okay, Führer. Wow, ich bin überrascht. Ja, mehr so der Charme der Geschichte. Ich habe tatsächlich überlegt, einen Ausflug mal hinzumachen. Okay. Hier Obersalzberg und auch mir das Museum anzuschauen. Das wollte ich irgendwie vor kurzem machen, aber jetzt ist die Grenze schon wieder zu. Nach Bayern. Nee, aber ich wollte hinfahren und genau, ich dachte, das ist aber auch schon ein aufgeladener, spannender Ort, wo Eva Braun und Adolf und Blondie und alle, man kennt das aus den interessanten Dokus, die immer nachts laufen. Und das macht dich jetzt sexuell an, oder ja, was? Das finde ich schon arg bedenklich, ehrlich gesagt. Wo Mussolini und Stalin sicher auch nicht nur geredet haben, weißt du? Die haben sich da auch sehr privat getroffen. Da war sicher richtig was los. Also, ich finde es, ja. Sexy Ort. Ja, okay. Da reden wir nochmal in der Sitzung drüber, Ariane, ganz in Ruhe, im Rahmen, im privaten Rahmen, über diese Affinität. Julia, ja, das ist interessant, ja, wenn du das sagst mit dem Schäferhund und der Uniform, da reden wir nochmal drüber. Aber ja. Zu deiner Beruhigung kann ich sagen, ich gehe wieder zurück zum Kommunismus mit meinem Song, denn ich sage, es gibt ganz klar, der Hit, der sexy ist, ist natürlich Oben ohne in der Zone. Den habe ich auch aufgeschrieben. Hast du auch, natürlich, auch aufgeschrieben. Der natürlich. Jetzt bald released wird und das wird natürlich der FKK-Hit mit einem aufregenden Video, da wird man einiges zu sehen bekommen. Ich denke, da finde ich auch gut, dass du den auch gesagt hast, weil ich dachte hier so, oh Sole Mio und den ganzen Scheiß, nee. Oben ohne in der Zone, gesungen von Jackie alias Julia Gams-Martin, das wird ein Knaller. Und wir wollen jetzt noch für die Leute da draußen mal sagen, wir hören schon zu, wenn ihr Vorschläge macht. Und es hatte nicht nur einer, mehrere Leute hatten schon Vorschläge gemacht für weitere Rubriken. Und zum Beispiel beim letzten Mal hat jemand geschrieben, warum nicht mal Lebensmittel, Getränke, sowas reinnehmen. Sexy Time, wir reden ja auch viel über Ernährung. Deswegen, Julia, Lebensmittel mit O, was macht dich scharf? Ne? Die Aubergine. Wirklich? Wirklich? Das steht bei mir hier auch, aber ich habe es wieder durchgestrichen. Wirklich? Zu dumm. Ja, natürlich, zu dumm. Aubergine, ja klar. Und oh, die Toilette. Aber es zeigt mal wieder, dass wir beide den gleichen dummen Humor. Das zeigt halt, dass 10 Jahre eine Zeit sind, in der sich dann die noch nicht was... spurlos an einem vorbeigeht. Nee. Die Aubergine. Also, ich sag jetzt mal knallhart ein scharfes Lebensmittel, was ich eigentlich eher von dir erwartet hätte. Vor allem, was du auch, es ist das Olivenöl. Das ist wirklich scharf. Und da kannst du natürlich nicht nur, also jetzt lecker kochen, knickknack, du kannst dich damit einreiben. Ist auch gut für die Haare. Du kannst alles möglich mit Olivenöl. Also was ich schon für Spaß hatte mit Olivenöl. Und du hast ja neulich sogar ganz ehrlich zugegeben auf Twitter, dass du einen hohen Verbrauch hast. Einen richtig hohen Verbrauch hast. Und nicht beim alle, Kochen, sage ich nee, so, genau. Wie es ist.
wir wissen, dass das nicht zum Anbraten benutzt wird oder halt. Nee, ich mache alles damit. Also ich komme ja aus einer Olivenöl-Dynastie sozusagen. Meine ganze Familie, mein Großvater, Urgroßvater, alle Olivenhaine gehabt und Fabrik und so, Olivenölfabrik in Spanien. Ich mache damit den Boden, bohner ich die Schränke, ich mache das in die Haare, auf die Haut, ins Essen, auf den Mann drauf, auf die Frau drauf, auf alle Menschen rauf. Und das hat noch nicht geschadet, ehrlich gesagt. Olivenöl ist auf jeden Fall. Ich finde auch Obstler zum Beispiel, ein Getränk mit O, was jetzt mir gerade noch einfällt, das ist auch ein sexy Getränk, weil damit kann man sich Leute schön saufen. Wenn man jetzt zum Beispiel jemanden, weiß ich nicht, illegale Dorfkneipe in und um Ulm herum, ja, da sollte man, da trinken die Leute viel Obstler. Du sagst aus Gründen. Aber dann ZW. Ja, ZW. Oder Williams oder WB, Williamsbirne. Ich habe eigentlich gedacht, dass du Orange nimmst, so wie du Orange. Drauf bist. Orange, ich dachte, dass du sagst so eine Südfrucht, dass du so nee. Osten, Orange, weißt du so, nee? Ich habe erst gedacht Obstsalat, aber es liegt nur daran, dass ich heute einen gegessen habe. Na gut, ich finde Aubergine lasse ich schon gelten. Das ist ich finde Aubergine auch am besten. Die Aubergine eigentlich. Wird ja auch bei Teenagern eben als eben, es ist der Aubergine-Emoji ist ein sexy Emoji. Genau, es bedeutet ja, hast du Bock? Genau, diese Mandarine, nee, diese Pflaume da ist ja, ihr wisst schon, und Aubergine steht für Penis und die Tropfen. Und wenn du das kombinierst, oder gibt es ja diesen Arsch, so ein Pfirsich, sieht aus wie so ein Arsch. Also da unterhalten sich junge Menschen sehr oft mit Obst-Emojis und Gemüse über Sexualität, bedeutet also, Früchte haben auf jeden Fall, zum Beispiel auch Caro Matzko in ihrem Buch, was sie geschrieben hat hier, es heißt egal, kommt auch ein Abschnitt über Banane und so die Frage, ob quasi jetzt Früchte und Essen und Penis und Gurke und alles, also das solltest du vielleicht auch nochmal durchlesen. Ja, ja. Insofern hoffen wir, dass wir jetzt mit dieser Extra-Rubrik, sagt mal, wie die euch gefallen hat und ob ihr noch weitere Extra-Rubriken möchtet. Wir sind ja auch bald leider mit dem Alphabet durch. Podcast ja, müssen wir uns 20. Was, aber nein, aber es ist ja nicht schlimm. Man kann ja auch einen Buchstaben ein zweites Mal nehmen und dann muss man genau, sich halt was anderes ausdenken. Neue Kategorien dazu finde ich nämlich gut. Das, ja, finde ich auch gut. Weil klar, Beruf und so, das dann schon irgendwann eingeschränkt. Da kann man dann auch sagen, wir nehmen jetzt mal was Neues. Aber wir müssen also, das jetzt auch mal spielen mit unseren Fans, Ariana. Wir müssen jetzt mal so ein Zoom-Meeting anberaumen. Vielleicht um Ostern rum. Vielleicht machen wir das irgendwie um Ostern rum. An Karfreitag. Ja, oder auch Ostersonntag oder was weiß ich. Also mir relativ wurscht. Aber so ein kleiner Spieleabend, muss ja gar nicht lang sein. Aber dass die Leute auch mal, die Fans zu Wort kommen, dass die auch mal was sagen können, welchen Ort sie sexy finden oder welchen Beruf, da hätte ich Bock drauf. Ja, dann müssen wir das halt Zoom-mäßig anlegen und dann sagen wir halt auch, dann sagen wir um Ostern rum, vielleicht Ostersonntag, Sonntagabend, da hat man ja nicht viel zu ist tun. Ist doch so ein Spieleabendtag, da kann man doch gut ein Spiel. Und der nächste Tag ist ein Feiertag. Ja, finde ich gut. Vielleicht Ostersonntag, das legen wir morgen mal fest. So machen wir das. Und dann haben wir schon wieder Spieleabend. Wir haben es schon das wieder. Das finde ich auch gut. Ja, ist schon wieder vorbei die Zeit. Es ging aber schnell. Jetzt haben wir uns mal wieder so verquatscht, wir zwei kleinen Quatschtanten. Die gute alte Zeit hier. Die Quasselstrippen Gott, die hier. Naja, kann passieren. Naja. Also Leute da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ostern Spieleabend, dann am 18. Rocky Horror. Ihr könnt jetzt schon anfangen einzukaufen, die Songs nochmal rauf und runter zu hören, zu überlegen, was ihr machen müsst. Bitte bereitet euch davor. Das wird alles abgefragt. Und wir arbeiten auch hart dran. Ansonsten wird hier weiter, läuft die Hit-Production ohne Ende auf Hochtouren. Und seid bereit, wenn es wieder losgeht. Kauft euch dann bitte viele Tickets. Danke. Genau, ja, wenn es soweit ist, macht das. Und natürlich fürs Rocky Horror, aber ach Gott, davor sprechen wir uns noch tausendmal. Das ist ja noch so lange hin. Ist ja noch hin. Ist ja noch so lange hin. Also, gute Liebe Nacht, ihr Mäuse, oder guten Tag, wie auch immer, wann auch immer diesen Podcast hier hört. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag oder eine wundergute Nacht, eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.